Ja, heute ist leider wieder kein so ganz so schöner Tag. Da ist mal wieder ein Stolperstein gekommen. Tja, es hat sich ausgelüftert hier sozusagen. Hinten ist eine große Autobatterie dran, ne? Und ich hatte das mir so gedacht, dass die immer von einem Bedini geladen wird. Ne? Und dann, wenn ich praktisch am Tag meine 4, 5, 6 Stunden Licht und ein bisschen Musik brauche, schalte ich die dann dazu. So, das habe ich mir bei dieser ersten auch schon gedacht gehabt. Da war ein normales Ladegerät dran gewesen. Der Megapulser von Novitech war dran gewesen. Wo ist er? Ja, ihr wisst ja, wie das Ding aussieht, ne? Dieser blaue Akku-Refresher da. Ja, und eines Tages war sie dann nur noch bei 11 Volt gewesen. Hat überhaupt noch mal gehalten. Da habe ich gedacht, na gut, okay, die hast du vorher auch schon ein bisschen kaputt bekommen. Ist vielleicht jetzt doch eine Zelle durchgeschossen oder irgendwie Bleischlamm hat sich gesammelt. Gut. Jetzt habe ich vor einem halben Jahr von einem Kumpel diese Batterie bekommen, die baugleiche, aber noch vollkommen in Ordnung. Ne, am Anfang hat die auch wunderbar gehalten. Super Sache. Habe sie auch diesmal nicht tief entladen. Aber, tja, dann kam der Goldbonglüfter ran. Und den Bedini habe ich jetzt so geschalten, dass er praktisch im Lademodus ist. Ne? Praktisch der Minus von der Batterie, die geladen werden soll, holt er sich vom Minus vom Eingang. Das heißt, unser Eingang von hier 12 Volt liegt nonstop auf dem Ausgang drauf und wird dann mit den Pulsen nur ein bisschen erhöht. So, das hat jetzt ein paar Tage auch ganz gut geklappt. Und jetzt ist mir das schon wieder passiert. Ich hatte vorher hier ein Netzteil dran gehabt, was nur 1 Ampere ausgehalten hat. Und eines Tages stand das Teil dann. Na ja, was ist denn hier los? Irgendwie Transistoren durchgeraucht oder sowas. Tja, das war es dann aber gar nicht gewesen. Nachdem ich es dann abgeklemmt habe, habe ich es auch wieder probiert anzuschmeißen. Ging auch nicht. Und ich glaube, 2-3 Tage später habe ich es wieder probiert. Dann ging es auf einmal wieder. Ich dachte, was soll denn das hier? Vielleicht Netzteil im Arsch gewesen, wo sich dann die Kondensatoren wieder repariert haben oder so, keine Ahnung. Jetzt habe ich jedenfalls ein größeres Netzteil genommen mit 2,5 Ampere und 12 Volt. Und letzte Nacht ist mir das wieder passiert. Allerdings jetzt mit der Nebenoption, dass wir hier bei unserer Batterie nur noch bei 10,8 Volt sind. Na? Also heute früh stand das Teil jedenfalls wieder. Gestern, wo ich ins Bett gegangen bin, bei 12,7 oder sowas. Normalerweise habe ich heute früh damit gerechnet, also bei 13,1, 13,2 oder so. Ne? Ja, Pustekuchen. War bei unter 11 Volt gewesen. Und wenn ich jetzt das normale Ladegerät anschließe, dann geht er so bis auf 14,2 Volt auf und pumpt mir dann 4, 5 Ampere nonstop in die Batterie. Und es hört nicht auf. Ne, die Batterie wird dann auch warm, aber die Spannung hält es nicht. Ne? Fällt dann jedes Mal wieder runter auf 11 Volt. Ja, falls ihr da irgendwelche Ideen dazu habt, warum das so passierte, lasst mich mal bitte wissen. Wäre blöd, wenn ich jetzt noch eine Batterie dann mit der Zeit kaputt mache. Es dauert zwar immer so ein halbes Jahr ungefähr, aber trotzdem irgendwann, ja, so richtig was ist das noch nicht. Da muss noch weiter geguckt werden. Ach ja, und dann der Clou. der stand heute früh auch wieder, ne? Und kurz danach habe ich es auch wieder probiert, ihn anzuschmeißen. Ging auch nicht, auch wenn keine Batterie dran gehangen ist. Und vorhin habe ich mir gedacht, probierst du es halt nochmal. Na, jetzt auch nicht. Ja, es ist wieder Vorführoptionen, ne? Doch. Also funktionieren tut er. Bei den Neon-Klimmlampen kommen. Tja. Nur an der Batterie will er nicht seinen Dienst verrichten, wie er es machen soll.